Hallo liebe Zuschauer, wir sind noch auf dem Abenteuer Sunubarabi. Heute sind wir im Museum Leopold Sédar Senghor, wo wir die Ehre haben, Professor Maguey Kassé, geboren in Kaolack, begrüßen zu dürfen. Maguey Kassé hat seine akademische Karriere in den 70er Jahren angefangen. Nach einer langen Karriere wurde er ein ordentlicher Professor an den Universitäten. Professor Maguey Kassé, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein und an dem Projekt teilnehmen zu dürfen. Super. Sie sind hier zu Lande, aber auch international, eine außergewöhnliche Figur der Germanistik. Also ich unter anderen und vielen Kollegen aus Afrika, ich bin nicht der Einzige. Wir sind ein paar Kollegen verstreut im Senegal, in der Côte d'Ivoire, in Burkina Faso, in Togo und auch in Südafrika. Also wir sind seit langem mehr und mehr Germanisten. Aber wie dem auch sei, wir haben hier im Senegal etwas ganz Besonderes aufgebaut, nämlich einen Weg zur Germanistik, einen außergewöhnlichen Weg, verglichen mit dem, was man in Deutschland zum Beispiel in der Germanistik findet, haben wir es vorgezogen, hier im Senegal eine interkulturelle Germanistik einzuführen. Genau. Und das bedeutet nämlich, dass wir nicht nur mit der deutschen Sprache vertraut sind, sondern wir beziehen uns auch auf alles, was mit Afrika zu tun hat, also verglichen mit der Vergangenheit, mit der deutschen, ganz kurzen deutschen kolonialen Vergangenheit und was auch im Nachhinein vorgekommen ist nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischen Staaten. Genau, genau. Und eine Nachfrage. Und heute, wenn Sie die Augen schließen und nach dieser Erreichter nachdenken, was kommt ihr im Sinne? Ja. Also sehr viele Sachen kommen mir im Sinne. Mein Werdegang, mein Interesse für die deutsche Sprache, als ich Gymnasiat war, in den 60er Jahren, also zwischen 66 ungefähr oder 65 bis 1970, ein Jahr, an dem ich mein Abitur absolviert habe und die Möglichkeit hatte, nach Frankreich mein Studium weiterzuführen, obwohl ich die Möglichkeit hatte, wie viele anderen afrikanischen Abiturienten, nach Côte d'Ivoire zu gehen, um dort Germanistik anzufangen. Aber ich habe es vorgezogen, in Frankreich Germanistik zu studieren, weil nicht nur die Vielfalt des Angebotes sehr reich war, nämlich Geschichte, Philosophie, Romanistik, Germanistik und auch andere Fächer, natürlich auf einem höheren Niveau verglichen mit der Universität. An der Universität studiert man nur ein Fach, entweder Germanistik oder Anglistik oder was auch immer. Ja. Wir hatten die Möglichkeit, in den sogenannten Classe Préparatoire sehr vieles auf einmal zu studieren und dann die Möglichkeit haben, interdisziplinär eine Wahl zu treffen. Und diese Wahl war für mich Germanistik, natürlich nach 3 Jahren. Und diese Wahl führte mich zu einem anderen Interesse. Was kann ein Afrikaner mit der deutschen Sprache anfangen? Natürlich hatte ich inzwischen Senghor gelesen, die deutschen Philosophen wie Kant, wie Hegel, wie Schopenhauer, wie Nietzsche. Genau, genau. Und der Bezug auf diese Philosophen und der Bezug auf die Romanistik, natürlich auch deren Bezug auf die Germanistik, das war für mich eine Bereicherung. Genau. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir machen eine interdisziplinäre Germanistik,
Eine interkulturelle Germanistik. Dazu habe ich eine sehr interessante Frage, weil was Sie sagen, ist wirklich spannend. Und zwischen Frankreich und Elfenbeinküste hatten Sie den Wahl, Classe Préparatoire in Frankreich zu machen oder in Côte d'Ivoire, um Germanistik weiter zu studieren. Ja. Warum den Wahl von Frankreich? Weil die Germanistik in Côte d'Ivoire war für mich zu eng. Ich hatte natürlich ein großes Interesse, die angefangene deutsche Sprache, das angefangene Studium der deutschen Sprache im Gymnasium weiterzuführen. Das hätte mir aber einen zu engen Raum gegeben. Verglichen damit waren die Classe Préparatoire eine Vielfalt von Fächern, die irgendwie einen Bezug haben werden mit der Germanistik. Geschichte zum Beispiel. Ich konnte mich nicht nur damit begnügen, Germanistik zu studieren, ohne die Geschichte der Beziehung zwischen Deutschland und Afrika. Afrika, genau. Oder die Rezeption der afrikanischen Geschichte im deutschen Raum. Oder was war, Beispiel, nach vielen Jahren hatte ich meine Doktorarbeit geschrieben über das Thema, das Bild des Afrikaners in der deutschen Sprache. Dieses Bild könnte nur bereichert werden, indem ich die Geschichte der Präsenz des Afrikaners oder des sogenannten Negers zu studieren in dem Bewusstsein der Deutschen. Das heißt, eine Korrelation zwischen Geschichte der Wahrnehmung des Fremden, Wahrnehmung des Afrikaners und Wahrnehmung dessen Wesen, das überhaupt nicht unbekannt war. Obwohl in der Vorstellung der Deutschen. Beispiel, wie könnte man schwarz definieren? In meiner Dissertation habe ich versucht zu zeigen, dass A, in der deutschen Sprache der Schwarze bedeutet auch der Teufel. Ich hatte auch einige Reiseberichte, einige Ansichten gelesen, in denen man sagte, der Schwarze ist der Moor. Aber woher kommt das Wort der Moor? Und wann ist das Wort Neger erschienen? Und was hatte zum Beispiel, das habe ich vorgeworfen meinen Kollegen, die mit ihr und wir das übersehen haben. Beispiel, der Struwwelpeter. Es kommt spazieren ein Kohlpechrabenschwarzer Moor. Also viele Begriffe, die Farbe Schwarze versuchten zu definieren. Also, ich als Afrikaner war natürlich sehr interessiert an dem, was in der Vorstellung dessen Wesen, dem man nicht begegnet war, wie war diese Wahrnehmung, wie gesagt, bereichert in dem Bewusstsein dessen, die sich später mit dem schwarzen Wesen und dessen Anwesenheit konfrontiert werden. Beispiel die deutsche Kolonialgeschichte in Afrika. Togo, Kamerun, Südwestafrika und. Genau. Ja? Und jetzt können wir sehen, dass diese interkulturelle Germanistik hat früh einen wichtigen Platz in Ihrem Studium. Auch in meinen vielen Recherchen. Genau. Ja. Ich heute als junger Germanist hätte einen engen Zugang zu deutscher Sprache und deutscher Kultur, die mich ganz besonders interessiert. Und wie war das bei jungen 25-jährigen Gymnasiaten Magé Kassé? Das war eigentlich etwas Unbekanntes. Ich hatte natürlich ein großes Interesse an dem Studium, weil damals ganz wenige Afrikaner Germanistik studiert haben, nämlich jemand, den ich bewundert hatte, der verstorbene Professor Sadji. Ich war natürlich begeistert von der Tatsache, dass ein Afrikaner eine so, für mich damals, schwere Sprache handhaben konnte. Er wechselte manchmal in der 4. Klasse oder 3. Klasse, wo ich Deutsch angefangen hatte. Deutsch mit Englisch, weil die Verwandtschaft ist natürlich manchmal sehr nah. Ich könnte mal versuchen, diese angeblich
schwere, schwer zu lernende Sprache anfangen. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte Deutsch als Fremdsprache in der Klasse 4. Das heißt, ganz wenige, ganz nicht sehr viele Jahre Deutschstudium bis zu Abitur. Aber der Anfang der Germanistik war natürlich mit den Klassenpräparatoire. Aber damals hatte ich, aber ich war begeistert von der deutschen Poesie, wie bei Goethe, bei Schiller. Ich habe sogar Kollegen an der Universität gefunden, die sich erinnern an deren Klassen damals, als sie sich vertraut gemacht hatten mit der deutschen Sprache, und die könnten rezitieren, die Lorelei oder, also das heißt, etwas in der deutschen Lyrik, etwas in der deutschen Dichtung, hatte die Senegalesen so fasziniert. Und das haben wir später bei einem Sänger. Warum hat sich Sänger an der deutschen Dichtung interessiert? Und wie kommt es, dass er zum Beispiel Novalis oder die Romantik sehr oft zur Sprache kommen ließ? Sehr, ja? Interessant. Sehr, ja? Interessant. Also das heißt, man muss immer die Verbindungen finden. Warum? Natürlich sind wir immer der Frage begegnet in Deutschland. Warum lernen wir Deutsch? Als ob es wunderlich wäre, dass man Germanistik studiert anstatt Anglistik oder Romanistik. Warum sollten wir uns mit der französischen Sprache beschäftigen? Das ist natürlich Unsinn. Ich sage das nebenbei. Aber manche Leute waren sehr, 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 sehr überrascht, dass Afrikaner... Aber sie haben trotzdem, trotz dieser Schwierigkeiten, Deutsch gewählt. Natürlich. Und wir waren immer bestrebt, auf den verschiedenen Symposien, auf denen wir eingeladen waren, neben Kollegen. Beispiel, ich war einmal in Australien als einziger Afrikaner an einer germanistischen Tagung eingeladen. Natürlich waren die Leute sehr überrascht. Was macht denn ein Afrikaner unter uns hier in dieser Germanistik-Tagung? Und jemand hat angefangen, eine Art, wie kann man das ausdrücken, Vorstellung oder Einführung mit Kleist. Kleist ist natürlich ein großer Dichter und Lyriker, Schriftsteller der deutschen Literatur. Man versucht aber, man übersieht aber sehr oft, dass sich Kleist mit Afrika irgendwie beschäftigt hatte. Wenn zum Beispiel ein junger Senegaleser Kleist liest, der Zerbrochene Krug ist natürlich ein wichtiges Werk. Genau. Ja? Oder andere Werke von Kleist. Aber der Bezug Kleist auf die französische Revolution, auf die Karibik. Zum Beispiel, wir haben die Hochzeit von Haiti und später die Verlobung in San Domingo und die Hochzeit in Haiti. Von Kleist zu Anna Segers. Also eine Brücke ist geschlagen. Was hat Kleist zu tun mit der französischen Revolution und mit dem Bild des Schwarzen auf der Karibik? Ah. Und der Mann, der seine Rede gehalten hatte, hatte überhaupt keine Ahnung, dass sich Kleist so, mit solchen Themen beschäftigt hatte. Und natürlich nach meiner Wortergreifung kamen alle um mich herum und fragten, ja, also wo haben Sie denn Deutsch studiert und warum haben Sie gesagt, Mensch, warum sollten wir nicht Deutsch studieren und auch... Eine kurze Nachfrage. Ja? Und heute hätten Sie etwas anders rückblickend gemacht? Nein. Nein, nein, nein. Also diese Wahl ist getroffen worden in vollem Bewusstsein dessen, was ich damit machen konnte. Es ist keine Reue dabei. Also ich bereue überhaupt nicht diese Wahl der Germanistik. Aus sich Gründen, wobei wir natürlich keine Zeit haben, die in Einzelnen detaillierte zu begründen, aber immerhin, auf jeden Fall, wir müssen dafür
uns dafür einsetzen, dass kein Vorurteil gegenüber der deutschen Sprache herrschte, auch für uns. Deshalb habe ich diese Initiative begrüßt, Initiative Sunu Birb. Das heißt, die jungen Senegalesen mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut zu machen. Herr Gasse, wir sind hier in einem symbolträchtigen Ort, das heißt dem ehemaligen Wohnhaus von Präsident Leopold Sédar Senghor. Und der dritte Präsident Senegals hatte eine enge Beziehung zu der deutschen Sprache. Und hier hatten Sie mit ihm getroffen. Ja. Was fühlen Sie hierher wiederzukommen? Also erstmal sehr emotional, muss ich sagen, weil ich hatte die Ehre und das Glück, über unseren damaligen Dekan ein Treffen organisiert hatte mit dem ehemaligen Präsidenten von Senegal, Senghor, weil der war schon zurückgetreten vom Amt. Und dieses Haus war ein Geheimnis für viele. Erstmal in der populären Sprache nannte man der Ort Les Dents de la Mer, ohne Bezug zu nehmen auf eine Idee von Senghor über afrikanische Architektur. Dieses Gebäude zeigt uns, was wir können, ohne nachzuahmen. Wir brauchten überhaupt nicht nachzuahmen, um unsere Gewohnheiten wieder lebendig zu machen, eine afrikanische Architektur ins Bewusstsein zu rufen. Das ist das Erste. Das Zweite war, dass ich zum ersten Mal mit jemandem begegnet war, den ich jahrelang während meiner Studentenzeit und dessen Ideen bekämpft habe. Ich war überhaupt nicht mit Senghors Auffassung der Negritude und deren Werdegang einverstanden. Aber dieser Mann war so offen, also ein richtiger Intellektueller, der meinte, die Auseinandersetzung ist wichtig für die Wissenschaft, für den Geist, für das Nachdenken über ganz wichtige Sachen. Sie sprechen mit Nostalgie. Ja, das ist, natürlich gibt es eine gewisse Nostalgie. Ich habe gesagt, ich habe sie bekämpft jahrelang, aber ich habe den Eindruck, ich hatte nicht alles verstanden, was sie geschrieben hatten. Ich sagte, es ist doch ganz normal, weil ohne die Auseinandersetzung wäre ich überhaupt nicht geneigt, meine Ideen neu zu denken, meine Ideen zu überdenken und auch in Kauf zu nehmen, was meine Gegner dazu meinten. Drittens, das Interview war aufgenommen und ist publiziert worden in Äthiopik. Und das war nicht nur emotional, das war auch sehr freundlich. Ich hatte ihm gesagt, welchen Bezug haben Sie zur deutschen Sprache? Er sagte, ich hätte immer die deutsche Sprache gemocht. Und das kann man natürlich am Beispiel seiner Werke, Liberté 1, Liberté 2 bis Liberté 5, jedes Mal hat man Spuren von dem Interesse Senghors als Jüngling an der deutschen Sprache. Das ist etwas, was natürlich sehr wichtig ist. Und zweitens, in dieser Hinsicht. Und Präsident Senghor hat viel über Kultur, über die Kultur geschrieben. Natürlich, das war sein A und O. Ich meine, wenn Senghor von Kultur redet, dann ist es eine Idee, die ich auch teile, weil ohne Kultur geht man nicht weiter. Wir haben in diesem Lande sehr viele Auffassungen von dem, was Kultur bedeutet. Kultur ist nicht nur Tanz, Kultur ist nicht nur Trommel, Kultur ist nicht nur, was man darunter versteht, aber Kultur macht das Wesen des Menschen. Ich sehe dich, ich weiß, aus welcher Kultur du kommst. Diese Kultur ist eine hybride Kultur, eine Mischung von etwas Afrikanischem, aber sehr modern, das ist dein Hemd. Die Hose ist überhaupt nicht afrikanisch, deine Schuhe ist auch, aber das passt überhaupt nicht jetzt zu dem, was wir leben
in unserem Zeitalter und in unserem Kontext. Was ich trage, ist eine Nachahmung von einer Kultur. Diese Kultur des sich anziehen. Das heißt, wir machen damit eine Beziehung, eine Assoziation sozusagen mit dem, was der Mensch an sich hat und was er geerbt hat und was macht er mit seinem Erbe. Immer interkulturelle. Ja, von der Vergangenheit bis heutzutage und eine Projektion zu der Zukunft, wonach wir natürlich auch streben. Und diese Auffassung der Kultur hatte Sengers in bestimmten Aspekten schon eruiert, ohne im Einzelnen auf einzelne Aspekte der Kultur einzugehen. Aber im Großen und Ganzen kann man doch sagen, dass Senghor und seine Auffassung der Kultur zeigt uns einen Weg, einen gangbaren Weg, weil dieser Weg führte zu einem Dialog der Kulturen. Goethe sagte, mit jeder Sprache, die du lernst, bereicherst du dich an deiner eigenen Sprache. Das ist in Maximen und Reflexionen, diese Idee von Goethe. Also wenn ich die deutsche Sprache lerne, dann bin ich auch versucht, meine eigene Sprache hinzubringen und sagen, was haben wir gemeinsam mit dieser Sprache und, oder was unterscheidet diese Sprache von der anderen Sprache. Und mit ein paar Aspekten seiner Auffassung der Kultur sagte uns Senghor, die Begegnung auf der Ebene der Kultur machte die Menschheit als eine einzige Angelegenheit. Natürlich. Apropos Begegnung von Kulturen. Ja. Also ein Team von Goethe-Institut war hier in Senegal in vielen Orten, genau 20 Orte, ja, um Leute dort, die Deutsch lernen oder Deutsch lernt, treffen, damit mit diesen Personen austauschen, um ihre Alltags, ihre Kultur zu wissen, zu entdecken. Ja. Und diese Kultur ist immer im Kontakt mit der deutschen Sprache. Und in dieser interkulturellen Beziehung zwischen Kultur, genau im afrikanischen Kontext, was denken Sie darüber? Ist dieser zu kurz kommt oder verallgemeinert wird? Ich finde die Idee sehr wichtig, weil diejenigen, die zu diesen Ortschaften kommen, die kommen auch mit anderen Kulturen. Kultur in diesem Sinne als das, was man macht tagtäglich, wo man lebt. Es kann natürlich als eine Bereicherung angesehen werden. Die kommen zu uns, die finden uns in unserer eigenen Kultur am Ort. Das sagt überhaupt nicht, dass wir keine allgemeine gemeinsame Kultur haben, aber diese Kultur splittert sich in verschiedenen kleinen Kulturen. Und dieser Aspekt wird nicht immer in Kauf genommen, wenn wir uns auch unter uns Senegalesen treffen. Der Bassari, der Konyaji, der Mankagne, der im Süden vom Senegal leben diese Ethnien, leben ihre Kulturen. Und wenn wir denen begegnet sind, dann ist es für uns eine Bereicherung. Und was ist der Anlass? Der Anlass ist dieses Projekt, Sunu Bereb. Das heißt, eine heimatliche Idee, eine Idee von einer gemeinsamen Heimat, in der man von dem Lokalen zu Globalen übergeht. Und diese Lokale und diese Globale sind im Grunde genommen eine Einheit. Das ist die Dialektik zwischen dem einen und dem anderen, dem eigenen und dem in Anführungsstrichen Fremden. Wir können auch uns fremd fühlen in unserer eigenen Kultur. Und dieser ist Anlass zum tieferen Nachdenken über unser Wesen heute. Was sind wir als Senegalesen? An welcher Quelle werden uns bereichern? Müssen wir eintauchen in kulturellen Begebenheiten, die wir vergessen haben oder neu beleben lassen wollen. Das ist natürlich etwas, worüber nachgedacht werden muss.
auf jeden Fall. Weil die Akkulturation ist eine große Gefahr für uns. Und diese Akkulturation kann nur bekämpft werden, indem wir uns wieder einigen über ein Konzept, das heißt senegalesische Kultur, A, und B, afrikanische Kultur, und C, was haben diese Kulturen gemeinsam mit anderen Kulturen als menschliche Eigenschaften? Es gibt so eine Verschmelzung. Eine Verschmelzung von verschiedenen Sachen. Die Humanität ist eins. Das kann man überhaupt nicht ändern. Aber in diesem, Goethe hat in seinem schönen Werk Westöstlicher Divan ein sehr schönes Gedicht geschrieben. Gingo Biloba. Und diese Kette, die ich trage, zeigt uns ein Blatt. Dieses Blatt, dieser Baum, den ich meinem Garten anvertraut habe, bringt uns sehr viele Ideen zum Nachdenken. Ich zitiere nicht wortwörtlich, aber Goethe sagte, man kann hier zwei Sachen sehen in einem. Man kann kein einziges Teil sehen ohne den anderen, das andere Teil. Das ist klar. Und diese Einheit bildet ein komplexes Ding sozusagen, ich habe kein anderes Wort leider, um zu sagen, das eine ist das andere. Das eine aus dem Senegal ist das eine aus Deutschland oder aus Turkmenistan oder wo auch immer. Der Mensch ist der Mensch überall. Und diese Frage des eigenen und des Fremden verschmilzt sich in einem komplexen Denken über die Menschheit. Die Humanität von heute, was ist doch ihr Ziel? Ist das Ziel zu dividieren? Auseinander zu bringen oder ist es das Ziel, miteinander zu bringen? Und das hat uns Senghor gelehrt. Dieser Nachmittag, den ich hier verbracht habe mit ihm, war ein sehr bereichernder Nachmittag. Wir haben uns fast 3 Stunden lang unterhalten und das war für mich etwas Ungewöhnliches, Außerordentliches. Und er hatte die Zeit dafür. Herr Kasse, wir haben eine Runde im Garten gemacht. Dann werden wir uns ein bisschen setzen, damit wir die Diskussion weitermachen. Ja, gerne. Okay. Herr Kasse, wir haben so viel über Kultur, über deutsche Sprache, über Germanistik gesprochen. Und heute, wenn jemand Deutsch lernt oder sogar Germanistik studiert, was raten Sie dieser Personen? Mein Rat wäre natürlich, sehr fleißig zu sein, das ist keine einfache Sprache, wie jede Sprache übrigens. Aber die deutsche Sprache hat diese Besonderheit wie Lateinisch mit Deklinationen zu tun, nämlich Nominativ, Dativ und Genitiv und so weiter und so fort. Das könnte verwirrend sein für jemanden, der nie Latein studiert hatte oder mit der lateinischen Sprache vertraut ist. Aber wie dem auch sei, das ist jede Sache, wofür man sich interessiert. Man muss fleißig sein. Und die Deutschen haben ein sehr schönes Wort, das man sehr schwer übersetzt, wenn man eine Tem Übung oder Version Übung machte, die deutsche Tüchtigkeit. Ich würde das so übersetzen, l'ardeur au travail des Allemands. Weil die Deutschen sind bekannt, ohne dass es als vorteilhaft klingt, die machen ordentlich alles, was sie machen. Das ist ein Trend der deutschen Kultur. Und das kommt von der von Luther, von der evangelischen Orientierung der Religion in Deutschland, nehme ich an. Übrigens hat man versucht, auch Ähnlichkeiten zu finden zwischen dieser Art, ganz tüchtig zu arbeiten, fleißig zu arbeiten, mit der Art und Weise, wie die Muriden zum Beispiel im Senegal arbeiten. Die sind fleißig, die glauben an etwas.
wofür sie sich einsetzen und ordentlich auch machen. Ja? Das ist kein Vorurteil gegenüber anderen Religionen oder Bruderschaften in Senegal, aber das ist eine Tatsache. Also wenn man sich mit der deutschen Sprache vertraut werden muss, wenn man sich als Ziel setzt, die deutsche Sprache anzueignen, dann muss man natürlich fleißig lernen, ordentlich. Und diese deutsche Sprache und Kultur hatten Sie an der Universität Hunter Job seit mehr als 20 Jahren gelernt. Über 30 Jahre. Über 30 Jahren, genau, gelehrt, ja. Und Sie sind dort sehr beliebt von Studenten und so weiter. Anscheinend, ja. Und sollen diese Studenten oder Schüler und so weiter wie Sie machen oder sollen sie etwas anders als Sie machen? Ich habe einen sehr beliebten ehemaligen Studenten gehabt, dessen Dissertation und Promotion und zum Teil auch Recherchen betreut habe. Er heißt Dr. Puy, Aliou Puy. Der hat mir einmal gesagt, als er zum ersten Mal am Departement war, ich möchte werden wie Sie. Er sagt, das ist natürlich eine große Freude für mich, aber die Voraussetzung dafür ist zu arbeiten. Und er hat ganz tüchtig, um noch einmal das Wort zu benutzen, gearbeitet und gelernt. Und jetzt ist er ein Kollege. Natürlich neben anderen Kollegen am Departement, die ich betreut habe in deren Arbeiten, Promotionen und auch Habilitation. Natürlich, das ist eine Freude für mich, um zu sagen, diejenigen, die Germanistik studieren wollen, die müssen erstmal daran glauben. Es kann erfolgreich sein. Also nie sich selbst sagen, ich mache das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich mich anstrenge, dann vielleicht werde ich Erfolg haben. Und das ist der Rat, den ich diesen jungen Studenten geben würde, dass sie an die Sache glauben und dass sie tüchtig arbeiten und dass sie ganz offen bleiben. Weil jedes Studium braucht Offenheit, Kuriosität, Neugierde, etwas immer Neues lernen und bearbeiten und dann überarbeiten. Weil das bringt natürlich sehr viele Früchte, wenn man daran glaubt. So ist das. So sehe ich das auch. Und diese Neugierigkeit hat sehr tief Ihre Karriere geprägt. Ich war immer neugierig gewesen. Also diese Neugierde hat mich immer beseelt. Ich muss immer jeden Tag etwas Neues lernen. Etwas Neues bearbeiten. Etwas Neues befrüchten. Weil wir haben so viele Sachen vor uns, die brauchen nur genommen zu werden und auch bearbeitet zu werden, überarbeitet zu werden. Diese Neugierigkeit verwirklicht einfach ihre außerordentliche Karriere. Und heute. Ja, das ist nicht nur die Neugierde, das ist auch der Fleiß, wie ich gesagt habe. Und drittens, wenn man an der Universität studiert und später als Dozent aufgenommen wird, da muss man eine Laufbahn machen. Man muss sich vorstellen. Diese Laufbahn fängt mit dem ersten Jahr am Departement bis zum Lizenzjahr und dann zum Masterjahr und dann zur Promotion. Das heißt, diese Laufbahn muss begleitet werden mit dieser Neugierde erstmal und dann mit dem Fleiß und mit dem Interesse an dem, was man macht. Das Interesse ist grundsätzlich eine grundsätzliche Voraussetzung, um erfolgreich seine Studien weiterzuführen und auch zu erweitern. Weil die Welt ist reich, die Welt ist weit, die Welt dehnte sich für jeden, der sich vornimmt, etwas immer Neues zu lernen. Ja? Und um Schluss zu machen, heute nach einer unglaublichen Karriere sind Sie im Rentner. Und ich bin nicht ein Rentner. Ich bin ein Rentner von der Universität Cheikh Anta Diop. Genau. Aber ich bin immer tätig. In sehr vielen Sektoren. Ja. Bildende Kunst. Genau.
Ich bin Kurator, ich war Kurator und bin auch immer Kurator von Künstlern. Ich war der Hauptkommissar der Biennale von Dakar 2008 mit einem sehr schönen Spruch, nämlich Afrika Doppelpunkt Fragezeichen. Das heißt, die Kunst muss auch bearbeitet werden. Ich bin tätig in Kinowesen. Ich bin Kritiker für das afrikanische Kino und dessen Rezeption überall und insbesondere in Deutschland. Ja, genau. Ich bin natürlich auch Literaturwissenschaftler. Genau. Das heißt, ich vergleiche die Literaturen in einer romanistischen Weise, aber auch auf einer germanistischen Weise. Was bringt uns die afrikanischen Literaturen verglichen mit der deutschen Literatur im Stil, im Inhalt und auch in Zielsetzungen? Das ist natürlich eine Domäne, die mich sehr, 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 sehr begeistert. Und zum Vierten, ich bin auch sehr involviert in der Art und Weise, wie die Künste näher gebracht werden können und sich auch gegenseitig bereichern. Zum Beispiel, ich bin ein Fanatiker von Jazzmusik. Ja, ich habe sehr viele Aufsätze über Jazz, Hauptgrund der Jazzmusik, Herkunft der Jazzmusik, afrikanischer Einfluss in der Jazz, in dem Werden dieses Musikgenre. Sie haben also Ihre Tätigkeitsfeld erweitert. Vervielfältigt. Weil ich jetzt sehr viel Zeit habe. Genau. Deshalb habe ich gesagt, ich bin kein Rentner. Oder andersrum, ich bin ein aktiver Rentner. Rentner, genau. Ja, weil ein aktiver Rentner. In die Rente gehen bedeutet überhaupt nicht schlafen, in die Moschee gehen. Nein, das bin ich überhaupt nicht. Genau. Und heute sind Sie nicht mehr tätig an der Uni. An der Universität Cheikh Anta Diop. Ja, aber genau. Tätig bin ich doch auf der Universität, auf der Universität Dakar Bourguiba. Genau. Ja. Wo sind Sie jetzt mit der deutschen Sprache, das heißt in eurem Leben? Egal wo, im Kino und so weiter? Ich gebe ein Beispiel, ein ganz wichtiges Beispiel. Der erste Deutsche, der sich interessiert hatte für afrikanische Kunst, dieser Deutsche, dessen Namen mir nicht gerade im Sinne kommt, Negerplastik heißt das sein Werk, leider komme ich nicht zu dem Namen, der war der Erste, der entdeckt hatte, welche Bereicherung für die Kunst im Allgemeinen die afrikanische Kunst gebracht hatte. Und ferner, wir haben sehr viele talentierte Künstler, die in Deutschland leben. Mansour Kanakassi und sein Laboratoire der Berlinisation, Bezug auf die Geschichte, Bezug auf Fragestellungen, die uns heute interessiert, nämlich die Währung. Diese Afro-Währung ist eine Erfindung von Mansour Kanakassi, der in Berlin lebt. Ja, wir haben Kokobi, der auch in Deutschland gelebt hatte und auch immer weiter lebt. Und wir haben andere Künstler. Ich habe sehr viele, als ich, wie gesagt, Hauptkommissar der Biennale war, ich war eingeladen worden von dem Institut für Auslandsbeziehungen, IFA, in Stuttgart und Berlin. Und da habe ich auch Ausstellungen organisiert. Also wir sind nicht los von der deutschen Sprache und Kultur. Wir sind immer gebunden an den Begebenheiten, die uns angeboten sind, um diese Bereicherung neu zu beleben, dass die Kunst im Allgemeinen auch ein Feld ist, das bereichert. Ja? Also ich bin noch nicht weg, ich kann nicht weg sein von Deutschtum. Ein allgemeines Wort zu benutzen. Das heißt, Professor Magikasse in der deutschen Sprache sind eine ewige Beziehung. Eine ewige Heirat, kann ich sagen. Ganz zu schweigen von Marx und Engels.
die ich bewundere, in deren Werken, die auch heutzutage und sehr, sehr viel zu sagen haben. Ich kann nicht eine Woche verbringen, ohne irgendwie Marx oder Engels zu lesen. Ja? Das heißt, die deutsche Philosophie, die 11. These von Feuerbach, von Marx, die Philosophen haben die Welt bis jetzt nur überdacht. Worum es geht, ist, diese Welt zu verändern. Wir sind in einem Prozess der Veränderung der Welt, um dieser Welt eine Humanität zu geben, weil diese Humanität fehlt. Und wo finden wir das? Bei den deutschen Dichtern, Goethe, Weltliteratur von Goethe. Ja? Also die Weltliteratur geht von dem Lokalen zum Globalen. Und das kann man nicht verneinen. Ja? Also wir sind immer noch in der deutschen Kultur. Und das muss man auch nie übersehen. Das darf man nie übersehen. Herzlichen Dank, Herr Kassé. Ja. Es war eine Ehre für uns, Ihnen heute... J'aurais pu aussi parler français, puisque nous sommes dans le cadre d'un musée qui a été conçu par Senghor et qui, quand même, a, par rapport aux langues, une position assez controversée. Langue nationale, français, francophonie, etc. Mais ça fait partie d'un panier, d'un éventail de questions qu'il faut discuter. J'aurais pu aussi en parler en Wolof. L'an mouni indifi. Djang. D'ailleurs, Djang, du côté de Djang, tu es devenu taille Djang. Donc, je suis venu à ce que tu invité ici. Je suis venu. Merci beaucoup. Alors, avec ces mots, nous allons nous avec le professeur Magé Kassé verabschieden. Und herzlichen Dank, liebe Zuschauer, für eure Aufmerksamkeit. Und dem Abenteuer von Sunu Berebi geht es noch weiter. Tschüss, Dankeschön.